In den Prüfungsfragen gibt es auch einige Fragen zum Thema Ladung. Du musst da einige Maße können in Sachen Ladung, ja, wie weit Ladung überhängen darf. Ja, und darum geht's in diesem Video. Ich bin gebeten worden, eine Frage zu erklären aus dem amtlichen Fragenkatalog. Und zwar, unter welchen Bedingungen darf die Ladung nach vorne über das Fahrzeug hinausragen? Und das bekommst du in diesem Video erklärt. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei fragdenfahrlehrer.de. In diesem Video besprechen wir eine amtliche Prüfungsfrage über Ladung. Wenn du auch mal eine Frage hast, die du mir stellen möchtest und die in einem Video hier beantwortet werden soll, dann geh doch bitte unter diesem Video in den Beschreibungstext. Dort findest du einen Link, der zu meiner Frageseite führt und dort kannst du mir deine Frage stellen. Okay? So, jetzt geht's zu dieser Frage hier. Unter welchen Bedingungen darf die Ladung nach vorne über das Fahrzeug hinausragen? Ja, und um die zu erklären, nehmen wir einfach den Prüfungscode von fragdenfahrlehrer.de und damit geht das ganz einfach. Das ist die Frage 2.2.22. 2.2 haben wir hier. Dann haben wir die 22 da und dann ist es die Frage 112. So, die haben wir hier. Wir starten gleich das Video. Erst wird es kurz erklärt in dem Video und anschließend wird es im gleichen Video nochmal ausführlich erklärt mit Bildern und so, mit allen Einzelheiten. Also viel Spaß bei dem Video. Bis gleich. Unter welchen Bedingungen darf die Ladung nach vorne über das Fahrzeug hinausragen? Die erste Antwort, wenn die Ladung oberhalb einer Höhe von 2,50 Meter nicht mehr als 50 cm hinausragt. Und das stimmt. Ja, dann kann sich niemand den Kopf daran stoßen und dann geht das in Ordnung. Wenn die Ladung mit einer roten Leuchte kenntlich gemacht wird oder kenntlich gemacht ist, das stimmt nicht. Rote Leuchten müssen immer hinten am Fahrzeug sein, niemals vorne am Fahrzeug. Vorne ist ja immer weiße Beleuchtung. Und in diesem Fall muss überhaupt keine Beleuchtung sein. Antwort 1 ist also richtig bei dieser Frage hier. Unter welchen Bedingungen darf die Ladung nach vorne über das Fahrzeug hinausragen? Normalerweise hat ein Fahrzeug seinen Kofferraum hinten. Ein LKW hat seine Ladefläche hinten. Und wenn Ladung über das Fahrzeugende hinausragt, dann ragt sie also immer nach hinten über das Fahrzeug hinaus. Jetzt ist es aber auch seit einigen Jahren erlaubt, dass Ladung nach vorne überhängen darf, über das Fahrzeug. Aber da muss halt gewährleistet sein, dass dort niemand gegen die Ladung gegenlaufen kann und sich verletzen kann. Beispiel, stell dir mal vor, du stellst dein Fahrzeug am Fahrbahnrand ab, in einer Reihe parkender Autos und jetzt wollen vor deinem Fahrzeug Fußgänger die Straße überqueren, dann soll es so sein, dass die Fußgänger sich nicht an deiner Ladung, die vorne überhängt, den Kopf stoßen können. Und darum sagt man, wenn Ladung vorne übers Fahrzeug überhängt, muss sie über 2,50 Meter hochhängen. Denn es gibt wenig Menschen, die über 2,50 Meter groß sind. Ich kenne jedenfalls keinen. So, und wenn sie dann nach vorne überhängt, dann darf es auch nicht so weit sein, dass beim Lenken oder beim Abbiegen ja, man damit zu weit in den Verkehrsraum ausschwenkt, hineinschwenkt. Ja, und darum sagt man, darf sie auch nur maximal 50 cm nach vorne überhängen. Also, nochmal, wenn du einen Dachgepäckträger auf deinem Auto hast, und die Ladung muss nach oder soll nach vorne überhängen, muss sie über 2,50 Meter hochhängen. Das kommt bei einem normalen PKW sowieso nie in Frage. Eventuell, wenn du ein Wohnmobil hast und transportierst vielleicht ein Boot auf dem Dach oder ähnliches, dann klappt das vielleicht, aber beim normalen PKW geht es gar nicht. Und wenn es klappen sollte von der Höhe her, von mehr als 2,50 Meter Höhe, dann darf es nach vorne maximal 50 cm überhängen, damit die Ladung nicht zu weit ausschwenkt.
Also ist hier die erste Antwort richtig. Wenn die Ladung oberhalb einer Höhe von 2,50 Meter nicht mehr als 50 cm hinausragt. Die zweite Antwort, wenn die Ladung mit einer roten Leuchte kenntlich gemacht ist, ist verkehrt. Die rote Leuchte ist immer für die Heckansicht eines Fahrzeugs und niemals für vorne. Vorne ist immer eine weiße Beleuchtung. Okay, Antwort 1 ist hier richtig bei dieser Frage. Ja, so viel also zur überhängenden Ladung nach vorne. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du gibst mir einen Daumen hoch. Abonniere bitte den Kanal, dann kannst du noch viel, viel mehr lernen hier bei fragdenfahrlehrer.de für deinen Führerschein. Ja, und ansonsten viel Spaß beim Lernen, alles Gute auf dem Weg zu deinem Führerschein. Du schaffst es, wir sehen uns bestimmt bald wieder in einem neuen Video von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.